Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shovel Knight. Und diesmal wollten wir Spectre Knight ausprobieren. Spectre of Torment heißt er hier, nicht Spectre Knight, okay. Schnetzel sich durch die Vorgeschichte. Mhm. Hier wirfst du mit Bomben. Die königliche Vorgeschichte, okay. Also jetzt probieren wir mal Spectre of Torment. Und danach können wir gerne mal King Knight probieren. Der hat auch so eine ähnliche Leiste wie der da. Wählen wir mal aus. Spectre of Torment. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Doch obwohl Frieden herrschte, ist für manche die Freiheit nichts als eine längst verblichene Erinnerung. Spectre Knight, Diener der Verzauberin, wurde mit einer schändlichen Aufgabe betraut. Er soll eine Gruppe von Rittern anheuern und mit ihnen einen unbesiegbaren Orden begründen. Mit jedem weiteren Ordensritter wächst die Macht eines wertvollen Kleinods. Dieses Artefakt kann Spectre Knight seine menschliche Gestalt zurückgeben, doch nur, wenn er seine Aufgabe erfüllt. Nun verlässt er den Turm des Schicksals. Es wird Zeit, dass der Schnitter sich an sein grausiges Werk macht. Oh, okay, das sieht schon mal anders aus als wenn man. Oh, da kann kein Doppelsprung. Ah, oh. Okay. Okay, kann das nur da. Okay. Oh, was war das denn? Ui. Ah, er kann so ein. Nicht einen Volta, sondern. Er kann seinen Gegnern abstoßen. Das ist ja cool. Okay, er sammelt Totenschädel ein. Okay, dieses von Gegnern abstoßen, das ist cool. Und er macht diese Dinger kaputt, indem er. Indem er darauf herumspringt, auf diesen Steinen. Er kann keinen Doppelsprung. Er kann keinen Doppelsprung. Mist. Da hat man sich zu sehr dran gewöhnt. Ich hab doch gedrückt. Da hab ich echt gedrückt. Thank you.
Ey, schon wieder. Wo will ich mal einen Doppelsprung machen? Meine Güte, ey. Gleiche Level nur in düsterer gemacht. Also wenn ich an den Dingern laufe, passiert gar nichts. Nur wenn ich springe, gehen die kaputt. Der keinen Doppelsprung kann, verstehe ich nicht. Irrlicht des Willens verlängert dein untotes Dasein durch mehr maximalen Willen. Uiuiui, okay.
verdammter Mist. Das war knapp, ey. Was soll das denn, ey? Oder einfach nur klettern, bitte? Besser. Na cool. Jetzt kommt schon wieder Black Knight. War ja klar. Halt! Diese elendige Lande sind nicht der Ort für Gewöhnliche. Kehr um, wer immer du auch sein magst. Narr, ich bin wegen dir hier. Du wirst vor mir niederknien, vor der Verzauberin, das Knie beugen und dich ihrem Orden anschließen. Deine scharfen Worte können gegen meine scharfen Schläge nichts ausrichten. Dich werde ich Demut lehren. Komm, Hörnchen, mein Panzer raus. What the? Ah, ich kann nicht berühren. Das war cool. Dass sie den so verändert haben, ist schon witzig. Keuch, keuch, dieser Kampfstil. Ist das etwa Donovan? Aber dich hat doch der Turm geholt. Der Turm wird mit jedem Moment immer mächtiger. Die Verzauberin hat Pläne mit dir. Und sie wird dir gewähren, wonach du verlangst.
Ich werde mich nicht vom rechten Weg abbringen lassen. Doch dass du hier vor mir stehst, bedeutet, dass noch Hoffnung besteht für die eine, die ich suche. Ich bin froh, dass du wohlauf bist, Donovan. Aber komm mir nicht zu nahe. Der Donovan, den ich kannte, war gewiss schlau genug, um mich nicht weiter zu verfolgen. Speichern. Okay. Also, da bist du ja wieder. Ich nehme an, Black Knight hat sich uns angeschlossen. Weder Worte noch Sense hatten eine Wirkung. Der Narr besteht auf irgendeine witzlose Mission. In der Tat, mir scheint, ich habe es hier nur mit Narren zu tun. War ich ein Narr, dass ich dir getraut habe? Lungere hier nicht länger herum und bete in deinem eigenen Interesse, dass die anderen weniger stur sind. Hol sofort die Ritter. Gernrot. Meine Geliebte, meine Verlobte, mir bricht das Herz, denn ihr roter Schädel liegt am falschen Ort. Ach, konnte ich nur einmal noch ihr purpurnes Antlitz sehen. Solltest du einen roten Schädel finden oder sogar 100, so flehe ich dich an, bitte, bring sie mir alle. In einem früheren Leben habe ich mal Kurios gesammelt. Doch die Würde ich alle hergeben, nur um meine Liebste wiederzusehen. Die würden dich doch sicher interessieren, oder? Hui. Ah, dieses Kurio ist gut gemacht. Ich kann dich dorthin führen, doch du musst dich wieder da rauskämpfen. Weiß? Wie es scheint, wurde dieser Ort mit einem Fluch belegt. Ich fürchte, deine Sense wird dir nichts nützen. Warum fragst du? Bedauere. Doch das ist ein uraltes Skelettgeheimnis. Wir gruppieren uns da vorne neu. Wähle deine Schritte mit Bedacht. Oh. Cool. Exzellent, und los. Dieses Kurio ist nicht bloß Tant. Setze es weise ein. Ui, das ist cool. Da ist noch einer. Cool. Diese Geschöpfe scharren sich um ein Gefäß, das mit einem Umhang verziert ist. Vielleicht bringe ich ein Opfer da. 800 Gold opfern. Das Gefäß fasst viel mehr als diese Almosen, doch es ist ein Anfang. Dieser Bereich ist auch verflucht. Wähle deine Schritte mit Bedacht. Schädel. Mit diesem Schädel, um Willen zurückzuhören. Okay. Au. Exzellent, und los. Ach, hallo Specti, willkommen zurück. Solltest du mal einen Irrlichtflocker verpassen, kann ich ihren Inhalt hinterher beschwören. Aber du weißt schon, Nachschub, ich brauche Gold. Ist nicht billig, ein Irrlicht zu beschwören, ob nun für Willen oder Finsternis. Ich hab nichts zu verkaufen, du bist also gewissenhaft, Specti, aber vielleicht kann ich ja doch helfen. Irrlichter der Finsternis sind im Uhrenturm im
Plodarium oder auf dem Lichthof. An jedem anderen neuen Ort findest du ein Irrlicht des Willens. Da kann ich hoch. Ich bin kraftlos, werde ich meinen Saft los, nur ein Witz, weißt du, während ich auf Kundschaft warte. Okay. Diese Geschöpfe scharen sich in mein Gefäß, das mit einem Kurio verziert ist. Vielleicht bringe ich ein Opfer da. Nein. Lake, bleiche und helle Flamme. Deine Taten sehe ich klar, alle zusammen. Oh ne, das ist. Ja. Das ist diese, die sagt, was ich. Cool, Fuchs. Gib. Wird nicht weniger. Schade. So, dann kann ich ja hier Gold einfach. Uiuiui. Was ist dein Begehr, du Scheusal? Wer bist du? Wir sind viele. Wir mögen dein Gold. Wir mögen deinen Umhang berühren. Neue Kräfte, ja. Wir hüllen dich in Finsternis. Uiuiui. Weniger Willen und Finsternis, statt in Gruben und auf Orden zu sterben. Im Tod hinterlässt du weniger Gold. Oh, okay. Das ist cool. Aber weniger Willen und Finsternis. Eine verbesserte Umhang halte beim Landen, um schneller über Oberflächen und Dornen zu gleiten. Okay. Halte zum Aufladen und entfessel beim Loslassen einen mächtigen Sinnenschlag. Zerstöre Kontrollpunkte, verringert maximalen Willen, doch Angriffe sind stärker und du regenerierst Finsternis. Du siehst noch imposanter und schrecklicher denn je aus, aber ohne jede Wirkung. Also das Ding ist cool. Also das Ding will ich haben. Das heißt, da haben wir schon mal. So. Heil dir für Spectre Knight. Ruhm, der die Verzauberin. Sie hat mir dieses dunkle Portal anvertraut. Geht hindurch und ihr werdet euer Ziel im Handumdrehen erreichen. Soll ich den Zauberspiegel zur Abreise vorbereiten? So sei es. Hui. Nehmen wir mal. Ziel lautet gestrandetes Schiff. Wirklich dorthin? Ja, warum nicht? Ui. Schärfe deine Sense. Oh, er rutscht schlimmer als...
Shovel Knight. Ui. Okay, das ist cool. An den Eiswänden kann er nicht hochklettern. Nur an diesen rauen Wänden. Also mit ihm macht es mehr Spaß als mit dem... mit dem anderen Typi, mit dem Plague Knight. Und das ist eine coole Mechanik, ehrlich gesagt. Ich würde aber sagen, wir machen hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge schauen wir uns mal, na, King Knight an. Das würde mich auch mal interessieren. Also, das hier würde ich, glaube ich, eher spielen als das mit dem anderen Typi, mit dem Plague Knight. Aber naja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr, sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar unten da lassen und ja, falls euch so allgemein so gefällt, was ich so mache, gerne den Kanal abonnieren. Die Glocke könnt ihr auch drücken, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video online ist. Ich habe aber auch viele Videos schon hochgeladen, also die könnt ihr euch gerne natürlich auch anschauen. Playlists sind auch unten oder vorne an der Startseite unten. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, vielen herzlichen Dank. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.